Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator auf der Oberlausitz-Map mit mir, dem AgrarvanLP. Jetzt steht Wenden an. Und ja, die letzte Produkthistorie von Klaas zu den Dreschern steht ebenfalls an. Ich hoffe, ich langweile ich euch damit nicht, aber wir haben ja hier ein schönes Gameplay, was wir jetzt ja fortführen. Genau, angefangen hat alles 1936 mit dem Klaas Mähdreschbinder, der kurz MDB steht für Mähdreschbinder, und das war eine wahnsinnig revolutionäre Maschine. Man kennt es ja. Als hergebrachte Tradition, man tut das Getreide mit der Sense abernten, die Frauen tun das dann bündeln und dann wird das in solchen Häufen auf dem Feld zum Trocknen gelagert, bis es dann reingeholt wird von Pferdekarren und dann mit dem Dreschflegel ausgedroschen wird. Stellt euch mal vor, ein findiger Maschinenbauer hat jetzt die Idee und sagt, ja, warum nicht alles automatisieren? Und das war der Durchbruch vom Mähdreschbinder. Hat zwei Geräte vereint, und zwar einmal den Mähbinder, kannte man ja, von Pferdegespann. Die haben das abgeerntet mit einem, ja, mit einem Messerbalken. Da wurde das Getreide abgeerntet. Dann wurde es gebündelt und auf dem Feld niedergelegt. Und die Maschine macht das im Prinzip dasselbe, nur dass ein Schritt dazu kommt, und zwar das Dreschen. Da wird das direkt ausgedroschen, das Getreide. Hinten stand der Landwirt drauf und hat das Korn in Säcke abgepackt, und an der Seite kam das fertig ausgepresste Stroh in Bündeln raus. War eine sehr revolutionäre Maschine. Und hat auf jeden Fall, würde ich sagen, die Arbeit stark erleichtert und war natürlich auch so der Anfang des heutigen, ja, Mähdreschers. Ein paar Jahre drauf, 1946, kam dann der erste gezogene Mähdrescher. Also das war dann richtig der Mähdrescher. Und zwar war das der Klaas Super. Da war er hinter dem Traktor gehangen und hat dann im Prinzip mit der Haspel das aufgenommen, hat es gedroschen, ebenfalls in Säcke abgesackt und hat dann hinten das Stroh in kleinen Bündeln gefresst, wieder rausgepackt. Natürlich war ja auch die Dreschleistung durchaus besser als bei dem Mähdreschbinder, weil er einfach immer weiterentwickelt wurde. Und dass es Klaas so kurz nach dem Krieg immer noch gab, ist beeindruckend. 1953 ist dann der erste Selbstfahrer von Klaas gekommen, und zwar war das der Klaas Herkules. Im Prinzip beruht das System auf dem Klaas Super, aber halt dessen Motor draufgespannt wurde, und ja, jetzt konnte das Ding selber fahren. Es war mit einer der ersten Mähdrescher, kann man so sagen, revolutionären Mähdrescher, und wurde auch oft einfach unter der Bezeichnung SF für Selbstfahrer betitelt, der Herkules. Damals waren die Maschinen sogar noch in Silber lackiert, mit roten Felgen und roter Haspel. Heute kennt man ja das wunderschöne Saatengrün von Klaas. Genau, 1957 wurde dann stetig weiterentwickelt, und das war auch ein revolutionäres Jahr. Und zwar wurde das Klaas Huckepack-System vorgestellt. Das Huckepack-System basiert auf einem Geräteträger, Traktor. Kann man sich vorstellen wie den Eicher hier. Den kann ich auch mal zeigen. Das hat ganz schön lang geleckt jetzt. Diesen Eicher, nur halt ohne Pritsche. Und da wurde im Endeffekt ein Drescher drauf gebaut, vorne dran der Haspel. Und dann über einen langen Querförderer hinten ins Dreschwerk hinterm Traktor.
Und natürlich konnte dieses Huckepack-System auch noch mehr. Wenn man das den Drescher nämlich abgebaut hatte, kann man hinten einen Flug ranbauen oder zwischen den beiden Achsen eine Hacke und hinten dran noch eine Hacke oder vielleicht war vorne sogar eine Pritsche drauf. Also es war eine sehr, sehr vielseitige Maschine und auf jeden Fall ausgeklügelt, weil so konnte man sich auch die Kosten für einen Mähdrescher sparen. Musste aber dann damit rechnen, dass während der Erntezeit ein Traktor gefehlt hat, der dann natürlich als Drescher lief. Aber trotzdem sind so beispielsweise die Unterhaltskosten viel niedriger, als wenn man einen extra Drescher besitzt. Solche Kombimaschinen. 1958 war ein extrem produktives Jahr für Klass. Zu dem Zeitpunkt wurden gleich drei neue Drescher vorgestellt. Und zwar der Columbus, der Europa und der Merkur. Columbus und Europa, zwei Drescher, die alles, also im Prinzip sind alles Selbstfahrer wieder. Die beiden Europa und Columbus sind kleinere Drescher, die eigentlich für Kleinlandwirte gedacht waren, dass sie sich auch mal automatisieren konnten. Und besaßen drei Schüttler und der Merkur, der große Bruder, besaß vier Schüttler und war dann für die mittelgroßen Betriebe gedacht, mit natürlich auch einer größeren Schneidwerksbreite. Der Merkur hatte ein Schneidwerk von 2,10 Meter und Europa und Columbus von 1,80 Meter. Genau, der Merkur ist aber erst ein paar Jahre danach erschienen, und zwar 1964. 1962 kam dann noch der Matador auf den Markt. Ebenfalls in drei Ausführungen, einmal der normale Matador, der Matador Standard und der Matador Gigant. Und das waren echte riesengroße Maschinen. Also für die Zeit waren das Drescher für einen Lohnunternehmer, geschweige denn LBGs, Großbetriebe. Und zwar hatte der Matador eine Gigant Schneidwerksbreiten bis zu 6 Metern. Das war damals riesig. Das war damals der Lexion 87 auf dem Felder. Also wenn du Matador gesehen hast, Matador Gigant, boah, das war echt geil. Vom Matador sind in den Jahren 62 bis 70 übrigens 35.000 Maschinen entwickelt worden. Was auch ziemlich groß war, war der Korntank mit 4,5 Kubikmetern, mit so einer der größten Korntank am Markt. Und ach nein, Quatsch, habe ich verlesen. Die Schüttlerfläche beträgt 4,5 Quadratmeter und der Korntank 2690 Liter mit auf. Bau. Also aber doch schon ein ziemlich großer Korntank, der aber bei 6 Meter Arbeitsbreite dann doch ziemlich schnell voll geworden ist, auf jeden Fall. Dann gab es einen Umbruch, das waren so die Anfänge. Dann ging es weiter mit einer neuen Ära sozusagen, wie bei meinem Kanal, Akkaufen 2.0. 1967 wurden dann komplett neue Drescher vorgestellt, und zwar ging es los mit dem Senator, Mercator und Protector. Diese waren designtechnisch angehoben. Die hatten jetzt ein neues Klass-Logo als erstes. Und es wurde auch nicht mal die silberne Farbe, geschweige denn dunkelgrüne Farbe wie bei den Matadoren benutzt, sondern erstmals die saatengrüne Farbe, auch wie man sie heute kennt. Mit oder haspelroten Felgen, also halt das Klass-typische Farbspektrum. Anfänglich war Senator, Mercator, Protector auch drei Drescher mit 2,70 Meter Schneidwerk. Sie gehörten schon zu den Großdreschern, mit dem einzigen Unterschied, dass der Protector der kleinste war in dem Bund.
kleinste Maschine und der größte war der Mercator, soweit ich weiß. Und dann ab Ende der Produktion bei denen wurden dann auch der Protektor und der Senator umbenannt in Mercator. Der Protektor erhielt die Modellbezeichnung Mercator 60 und 50 und der Senator wurde zum Mercator 70. Im Prinzip hat sich da aber trotzdem nichts verändert. Revolutionär war auch eine hydrostatische Lenkung, also wie eine Servolenkung, was den das alles nochmal vereinfachte. Und es war natürlich auch wieder eine enorme Leistungssteigerung zu vermerken, im Gegensatz zu den anderen Thrasher. Neu war auch dieses Powerband-System, was im Prinzip, glaube ich, eigentlich auch der Kairim-Variator so ähnlich war. Das heißt, heutzutage sind alle Thrasher mit Hydrostatik oder viele Thrasher mit Hydrostatikantrieb ausgerüstet. Und damals hieß es halt noch Kairim-Variator, wo einfach nur die Spannung des Kairims verändert wurde, sodass der schneller oder langsamer fuhr. Genau. Der Protektor wurde 1969 eingeführt und war der kleinste der Baureihen. Der Senator war der mittlere und der Mercator halt der größte. Weiter geht's mit 1968. Das ist ein sehr schöner Jahrgang. Und zwar ist es für mich die Sternenfamilie, sage ich immer so. Weil diese Thrasher haben besonders schöne Namen. Und zwar wurden die benannt Konsul, Kosmos, Komet und Corsair. Vier neue Thrasher auf einmal in kürzester Zeit. Und das waren halt die kleineren Thrasher. Also im Gegensatz zu den Matadoren und den Mercadoren. Protektor und Senator noch kleiner. Genau. Im Gegensatz zu allen anderen Thrashern wurde der Konsul eine Vierschüttlermaschine und der Kosmos, Komet und Corsair waren Dreischüttlermaschinen. Das waren besonders schöne Thrasher. 2016 war ich im Urlaub und da war gerade Erntezeit und die hatten mit einem Glas Kosmos getroschen und der Thrasher, da war einfach nur der Hammer, der war so schön. Also es war Kroatien, ne? Also, aber der Thrasher, sowas mal zu sehen, das war ein echtes Highlight. Ein wunderschöner Thrasher. Natürlich hat auch Klass die kleineren Betriebe nicht vernachlässigt und hat im selben Jahr den, oder 1968, noch einen gezogenen Thrasher hinausgebracht, und zwar der Garant. Der basierte auch auf den Mähdreschern Merkur. Also der Klass Garant basierte auf dem Dreschwerk von Merkur, hatte aber das Design vom Kosmos, Konsul, Corsair, Komet, irgendwie sowas. Und es wurden aber leider sehr, sehr wenige Maschinen. In einer ziemlich langen Zeit, von 68 bis 72, wurden leider nur 1000 Maschinen gebaut. Also sehr wenige, da hatte sich dann so die Landwirtschaft schon an die Selbstfahrer gewöhnt und deswegen waren die Selbstfahrer teilweise mehr gefragt als die gezogenen Ausführungen. 1971 war dann der Jahrgang des Threshers Kompakt. Im selbigen Urlaub damals, 2016, was ich gesagt habe, hat ein anderer Betrieb einen Klass Kompakt. Auf den bin ich auch mitgefahren, auch ein wunderschöner Thrasher, aber nicht, also von meiner Seite her finde ich den nicht so schön wie den Kosmos Konsul etc. Die finde ich schöner. War trotzdem auch ein sehr, sehr schöner Thrasher. Es gab drei Modelle, und zwar den Kompakt 20, 25 und 30. Und dieser wurde von 1971 bis 1981 gefertigt und davon über 7000 Stück. Genau. Der
Dresch aber auch wieder an die kleineren Betriebe oder für die kleineren Betriebe gedacht. Ist wirklich kein großer Drescher, aber auch ein sehr, sehr schöner. Dann hat es geboomt, kann man so sagen. Und zwar der wohl bekannteste Drescher von Klass ist eingeführt worden. Und zwar 1971 der Anfang des Klass Dominators. Der Dominator, den gab es in wahnsinnig vielen Ausführungen. Also der ist so lange gefertigt worden. Und das Lustige ist auch, der ist nicht nur lange gefertigt worden, sondern der ist auch in zahlreichen Ausführungen gefertigt worden. Also Schneidwerksbreiten von 1,50 Meter bis 6 Meter, 6,60 Meter, ist alles dabei gewesen. Und Props, das war so mit die Bauserie, die so am größten war. Die anfänglichen Dominator-Drescher gab es gleich von Anfang an sehr, sehr viele. Und zwar wurde ein Startschuss gesetzt mit dem Dominator 80, 85, 105, 106, 96, 58, 48, 38 und dem 68er. Wahnsinnig viele Drescher hatten damals teilweise noch keine, beziehungsweise eine sehr, sehr einfach ausgestattete Kabine drauf. Und wie gesagt, Schneidwerksbreiten von 1 Meter bis 6 Meter war alles dabei. Genau. Zur Ernte 1970 stand schon die erste Nullserie bereit von 100 Maschinen, also eine begrenzte Anzahl, dass man das testen konnte, und 71 sind sie dann direkt in Serie gegangen. Beim Dominator 80 betrug die Dreschtrommel 1,32 Meter und beim Dominator 100 1,58 Meter, also doch schon eine ziemlich große, ziemlich breite Dreschtrommel. Ja, und es war halt auch ein besonderer Drescher, da man erstmals weggegangen ist vom typischen Aufbauschema. Und zwar ist es ja so, dass auch heutzutage kommt ja ganz vorne die Kabine, dann der Korntank, dann der Motor. Bei Dominator war es schon immer so, dass Kabine kam, dann der Motor, dann erst der Korntank. Das hat sich die ganzen Jahre durchgezogen und war so ein Kennmerkmal vom Dominator, was natürlich auch das den Einblick in den Korntank erschwerte. Das ist ein Nachteil, und man konnte sehr, sehr schlecht Proben entnehmen. Beispielsweise für Feuchtigkeitsmessung, was heutzutage schon ein Problem wäre. Genau. Der Dominator 100 war auch erstmals ein Drescher, der 6 Schüttler besitzte. Also eine wahnsinnig große Maschine. Ja, und das waren einfach das waren brandneue Maschinen, top aktuell und aber wahnsinnig gut ausgestattet für die damalige Zeit. Und natürlich auch für jeden Landwirtschaftsbetrieb was dabei. Also von klein bis groß konnte man da einiges erwarten. 1981 noch revolutionär. Also ich sag ja schon, der Dominator ist revolutionär. Aber was da kam, ist beeindruckend. Der Dominator CS. Dieser hatte keine direkten Schüttler, sondern der hatte über den Trommeln, die das Stroh auffühlten und so die Körner rausschüttelten förmlich. Und das war echt, da hatte 8 solche Trommeln über die ganze
Siebfläche verteilt. Und das war echt ein System, was einzigartig war. Also basierte halt auf dem normalen Dominator, auch vom Korntank, vom Aufbauschema her, von den Schneidwerken. Aber das war eine Sensation. An für sich hat sich aber leider nicht durchgesetzt. Der Dominator CS wurde dann umbenannt in Commander CS. Das sind die ziemlich eng, die ziemlich gepresst, die nicht so lang sind, sondern eher so breit und kurz gebaut. Davon gab es den 116, 115, 114 und 112 CS. Und vom Dominator CS gab es lediglich den 116er. Also wurden dann zu Commander-Zeiten noch ein paar Modelle hinzugefügt. 92 ist dann für Fernost primär für die Ernte von Reis der Crop Tiger entwickelt worden. Ebenso wie der Crop Tiger Terratrack mit diesen Laufbändern. Also für Fernostbetriebe wird in Deutschland nicht verkauft. 1993 der Klasmega, basierend auf dem Dominator. Ist im Prinzip auch ein Dominator, hat aber ein einzigartiges Dreschwerk. Und zwar das sogenannte APS-Dreschwerk. Also mit komplett neuem Dreschsystem. Ein sehr, sehr leistungsstarker Drescher. Und mit dem konnten Durchsatzsteigerungen bis zu 30% erzielt werden. Anschließend ging es weiter mit einer neuen Königsdisziplin. Und zwar wurde 1996 die Class Lexion 400er Serie eingeführt. Nochmal wieder eine Leistungssteigerung, Komfortsteigerung mit neuer Kabine. Ein rundum besserer, leistungsstärkerer Drescher für Großbetriebe. Und auch mit Sensorik ausgestattet. Erstmals wurden beispielsweise Laserpilot und GPS-Pilot in diesem Lexion 400 verbaut, was natürlich auch mal den Fahrer entlastete und trotzdem für ein bisschen mehr Hightech im Drescher sorgte. 2001 ist dann der Nachfolger vom Dominator rausgekommen. Da erzähle ich auch noch mal was dazu. Und zwar war das der Medion. Medion ist eigentlich für mich eher so ein Nachfolger vom Mega gewesen. Ja. 2003 dann die Lexion 500er Bauserie und 2005 dann der Lexion 600 mit einem Korntank von 11.500 Litern oder 12.500 Litern. Der größte Korntank zu der Zeit am Markt. Ein wahnsinnig großer Drescher mit Schneidwerksbreiten bis 12,30 Meter. Echt heftig. 2008 die Einführung des Tucanus, noch mit dem schrägen Rohr. 2010 der neue Kleindrescher Averro. 2011 der Lexion 700. 2013 die generell neue Generation von Lexion 700. Und zwischendrin ist auch noch der neue Lexion 600 eingeführt worden. Genau, und was ich noch sagen wollte, ich habe ja noch ein Prospekt rumfliegen und da ist auch noch ein Dominator drin. Und tatsächlich ist ein Modell bis 2013 gefertigt worden. Das kann ich ja noch mal raussuchen, aber das ist spannend, dass es den Dominator so wirklich lange gab. Ein sehr faszinierender Treasure. Ist echt eine coole Sache. Genau. Und prinzipiell sind wir damit auch durch. Natürlich dürft ihr wieder Fragen stellen. Ich werde euch unter den ganzen Videos jetzt nochmal alle Produkthistorien verlinken und könnt auch gerne nochmal nachlesen, könnt ihr euch mal genauer mit befassen. Sehr interessant. Genau, und zwischendrin sind auch immer wieder neue Serien rausgekommen. Beispielsweise 2018, jetzt ist dann schon wieder 2008 ist der erste Tucano eingeführt worden. Dann ist, glaube ich, 2014 wieder einer mit geraden Rohr, Entladerohr. Und jetzt 2018 ist wieder ein neuer Tucano gekommen mit neuer Kabine und neuem Dreschsystem. Also wieder was Neues. Und beim Lexion 700 sind wir ja auch mittlerweile schon bei Stage 4, ne? Also Abgasstufe 4. Also es hat sich viel verändert. Aber
man kann abschließend sagen, Klass ist eine Firma mit wahnsinnig viel Potenzial, wahnsinnig guter Qualität, und es ist einfach nicht abzustreiten, dass Klass teilweise die besten Drescher am Markt besitzt. Das ist einfach so. Weil die halt eine ellenlange Tradition haben, von 1936 bis wahrscheinlich noch lange. Aber im Prinzip ist Klass immer ein guter Vertreter in der Landwirtschaft gewesen und wird es auch immer sein, weil die einfach Qualität, Ahnung und dergleichen besitzen, weil sie wissen, wie es läuft im Drescher-Business. Genau, dann werde ich mich jetzt noch bemühen, hier das noch fertig zu schwaden, die ganzen Wiesen, und dann fangen wir in der nächsten Folge an, nochmal Ballen zu pressen und zu sammeln. Ich hoffe, diese kleine lehrreiche Produkthistorie-Reihe hat euch gefallen. Wenn ihr noch Anregungen habt oder wenn ihr noch gerne irgendwas wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen, euch was erklären zu können. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sorry, dass ich so knapp gehalten habe, aber in 25 Minuten habe ich halt auch nur begrenzte Zeit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es gefallen hat, dann zeigt mir das mit einem Like. Würde mich sehr freuen. Kommentar freut mich auch immer. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Leute. Habt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.